im Süden. Der Radio 7 Telefon-Track. Ja, grüß Gott, Busse ist mein Name. Ich rufe an wegen einer Taxikostenerstattung. Taxikosten, warum nicht? Also das ist so, ich fahre ja jeden Tag die Strecke vom ZF-Werk wieder rein in die Stadt. Ja. Und ich wohne ja in der Pfitzerstraße. Ne? Und der Busfahrer bis jetzt, der hat mich immer nur das Stück in die Pfitzerstraße gefahren, hat mich da rauslassen. Jetzt hat sich aber meine Schicht gewechselt. Ne? Ja. Und der Busfahrer ist jetzt ein anderer. Und er sagt mir doch einfach so ins Gesicht, dass er das nicht macht. Der war normal gar nicht. Wieso nicht? Seine Linienführung geht Almstraße, Schmiegasse, Bahnhof. Und nicht über die Pfitzerstraße. Ja, jetzt Moment mal, können Sie aber dann vielleicht dafür sorgen, dass sich die Schicht bei den Busfahrern wieder ändert, dass sie die umdrehen, dass ich meinen Busfahrer wieder habe. Ja, so einfach, Gott, Gottes, nicht. Also. Aber immerhin bin ich ein Bürger dieser Stadt, ne? Ich zahle meine Steuern und da müssen Sie mir jetzt nicht so komisch kommen, dass man das nicht machen kann. Ich meine, immerhin sind Sie ja auch ein Betrieb und haben sich an die Bedürfnisse der Fahrgäste zu halten. Ne? Ja, ich könnte dem Fahrer nicht sagen, er muss da rum fahren. Das ist aber schon sehr hart, muss ich sagen. Ne? Ich kann nur das Chef machen. Wie die Stadt hier mit zahlenden Gästen umgeht. Ja, ne? Das tut mir leid, ich kann nichts machen. Ja, Sie reden sich immer... Ich kann nur der Chef machen. Ja, das ist bei den Ämtern immer das Gleiche. Da redet sich einer auf den anderen raus und man kommt nirgends durch. Ne? Das, ich kann da nichts machen. Das sage ich Ihnen, das gibt einen Riesenskandal. Ne? Und wenn Sie Pech haben, dann hören Sie das Ganze morgen nämlich auch noch im Radio. Jeden Morgen neu, um kurz nach...